tanzen, 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 tanzen. Was soll ich? Tanzen, tanzen, tanzen. Also der Rausch vom Champagner ist schon ganz angenehm, muss ich sagen. Tanzen, tanzen, tanzen. Wodka kann ich leider nicht mehr trinken. Tanzen, tanzen, tanzen. Hallo! Da ist sie, Paulina. Ich grüße dich, Martin. Hallo. Freut mich, Martin. Kommt rein. Willst du eine Hoteltour? Sehr gerne. Nee, Hotelzimmertour. Wo sind wir hier? Wir sind im Hotel de Rome. Warum? Und wir sind hier, weil heute Abend Premiere ist von meinem neuen Kinofilm zusammen mit Elias Mbarek und Frederik Lau und Simon Verhoeven. Und wir haben heute den ganzen Interviewtag im Hotel de Rome. Und deswegen sind wir hier. Bleibst du immer so rum? Nee. Du? Mir hat so ein Vollidiot sein Cocktailschirmchen ins Auge gerammt. Das ist ein Skinny Niagara. Sugarfree. Probier mal. Ah, fuck! Ich dachte mir, du wohnst doch eigentlich in Berlin. Warum im Hotel? Macht schon ein bisschen Sinn, weil ja, zu Hause fängt man doch eh an, irgendeinen Mist zu machen, der einen ablenkt und man spät ins Bett kommt, wie Wäsche waschen oder irgendwie sowas. Hotelzimmer oder Zelttyp? Kommt drauf an, wo natürlich. Kommt drauf an, ob man Urlaub macht oder ist es eine Geschäftsreise, aber vielleicht mit Zelt im Hotelzimmer? Geil. Badewannen oder Duschtyp? Im Sommer eher duschen, im Winter baden. Hotelpröbchen mitnehmen oder stehen lassen? Die Blüten nehme ich. Wie lange braucht Paulina, um zur Party Paulina, um zum Nightlife Paulina zu werden? Das war also fertig. Der kommt auf den Song drauf an. Ob der, wenn der gut ist, wenn es so ein groovy Song ist und man schnell ist, dann geht's schnell. Oh, ich meinte Vorbereitung. Wie lange brauchst du im Bad, um dich auf einen Nightlife... Meinst du auch. Okay, alles klar. Ich wie riecht denn Paulina? Kommt auf den Song drauf an. Willst du riechen? Oh, sehr frisch. Blumig ist das eher nicht, oder? Es ist natürlich eine geheime Zusammensetzung. Die Herznote und die Kopfnote verrate ich nicht. Immer zu zweit auf dem Klo oder RWC-Einzelgängerin? Naja, also wenn man was mit der Freundin zu besprechen hat, dann auf jeden Fall mit der Freundin aufs Klo. Okay, ich bin keine Freundin. Raus hier? Ja, raus hier. Raus hier. Minibar schon mal geplündert? Ja. Geil, warum ist also die noch nicht. Aber mir ist es immer zu wenig, weil halt Minibar. Lieblings-Nightlife-Getränk? Also der Rausch vom Champagner ist schon ganz angenehm, muss ich sagen. Aber der Kopfschmerz danach ist schrecklich. Wodka kann ich leider nicht mehr trinken. Ja, als Russin, es geht nicht. Es ist so, ich habe es zu viel getrunken. Okay. Ich glaube, ich bin mittlerweile bei Gin Tonic oder Gin Basil Smash. Wie schmeckt Paulina, wenn Paulina ein Drink wäre? Fruchtig, frisch, Ananas mit irgendwie mit so ein bisschen Zitronenscheiben raspeln und einer kleinen frischen Gurke noch dazu und auf jeden Fall so ein Rosmarinsträußchen und gutes Eis, weil frisch. Gibst du Trinkgeld? Selbstverständlich. Wie viel? Ja, mindestens 10%, wenn nicht 20. Schlimmstes Absturzgetränk? Zu meiner Schulzeit und Studienzeit, wo das Geld knapp war, hatte man nur für ein Getränk Geld und dann war das so was Schreckliches wie Mai Tai. Long Island Ice. Du musstest dir einen reinstellen und der musste auch wirken. Bester Antikater-Tipp? Also vorm Schlafen gehen nochmal versuchen, eine Wasserflasche zu ächzen und eh dazwischen beim Trinken schon ein bisschen Wasser trinken. Und ein russischer Tipp, das Gurkenwasser von den eingelegten Gurken. Weißt du, was mein Bruder immer getrunken hat am nächsten Morgen? Das Bockwurstwasser von den eingelegten Bockwürsten. Bester Flirtspruch, den du je gehört hast im Nightlife? Mal hier rüber, ja? Bester weiß ich nicht, aber... Schlimmster? Ich hab dich schon mal irgendwo gesehen. Was antwortest du darauf? Kommt drauf an, ich bin eigentlich immer recht freundlich. Wir sind hier am Bett. Weil ich aber einfach eine freundliche Person bin. Absolut. Die sich aber leider nicht setzen kann aufgrund des Dresses. Und deshalb, zu viel verraten, setze ich mich einfach nur aufs Bett. Paulinas Nightlife in drei Worten. Tanzen, 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 20 ungefähr. Morgenmuffel oder früher Vogel? Kommt drauf an auch wieder. Also ich bin dann so ein Hybrid. Ich bin manchmal eine Lerche, manchmal bin ich eine Eule. Schon mal was mit einem Barkeeper gehabt? Ein Whisky Sour. Party-Potato oder Couch-Potato? Je nach Stimmung, ne? Also manchmal Party-Potato, manchmal Couch-Potato. An einem Sonntag auf jeden Fall Couch-Potato. So, lieber Martin, ich muss mich übrigens langsam mal fertig machen. Okay, weil ich sehe schon alles hier, ne? Ja,
Willst du mein Kleid für die Familie sehen? Ja, gerne. Ich ziehe da heute dieses Jeans-Kleid an. Und das wird sich auch nicht mehr ändern? Bist du so jemand, der ganz kurz davor noch sagt, okay, doch kein Bock auf das Kleid? Na, ich habe es ja schon anprobiert am Wochenende und ich fühle mich ganz wohl darin und ich glaube, das bleibt jetzt auch. Das sind meine Kuschelsachen. Weil wenn man dann übernachtet, ich brauche unbedingt so ganz simple Kuschelsocken und so eine Kuschelhose zum Chillen. Und bevor du mich rausschmeißt, glitzert da hinten was auf dem Tisch. Die Jewelries. Kommt mit. Für heute Abend habe ich ein paar Schlangen. Ja, das wird wahrscheinlich so und so und... So, und das muss ich aber alles wieder zurückgeben, keine Sorge, Leute. Durchs Nightlife mit High Heels oder Sneaker? Also der Anfang kann ruhig mit High Heels sein und dann aber Sneaker. Höchster Stöckel? 15 cm. Anti-Schmerz-Tipp danach? Oh, Füße taub. Eine Woche lang taube Füße danach. Deswegen habe ich übrigens auch meine, ich habe zum Beispiel auch diese High Heels, ne? Die hatte ich vorhin mit diesem Sakko-Kleid an. Ganz wichtig sind am nächsten Tag solche Schuhe. Oh. Da schlüpfst du einfach rein, weil ich bin nämlich eine faule Sau und mag dann auch nicht Schuhe zuzuschnüren, sondern will einfach nur reinschlüpfen. Okay, du wolltest mich rausschmeißen. Ich allerletzte wollte dich Frage. Rausschmeißen, ja. Bester Partypartner, Elias, Joko oder Klaas? Frederik Lau. Mit Elias zusammen. Wir sind das Bermuda-Dreieck. Paulina, das war sehr schön. Ein Foto zum Schluss, er reagiert auf mein Gesicht nicht mehr mit dem Ding. Mit der Kamera, verstehe ich. Bei mir passiert das nach einem Nightlife. Ich grüße alle, die mich kennen. Ciao. Kenne ich dich nicht irgendwoher? Ich habe dich schon mal irgendwo gesehen. Vielleicht gerade hier im Zimmer? Ich muss mich beeilen. Okay, tschüss. Ich brauche hier noch 3 Stunden. Ciao. Schön, dass ihr da wart. Tschüss. Ich kann mich immer so schlecht verabschieden. Oh, nun sag doch tschüss, du wolltest komm, mich rausschmeißen. Noch mal ein wir müssen los. Du, ja, musst, muss du musst dich halt zusammen machen. Du musst dich, fertig machen. Bitte du musst dich fertig machen. Tschüss, Paulina. Na, dann mach ich mal jetzt Party. Ciao. Tschüss.